Alles lief nach Plan. Um ehrlich zu sein, lief es sogar besser, als der Plan vorausgesehen hat. Das Gewicht ging runter, die Trainingsleistung blieb stark, blieb wirklich gut. Die Form wurde von Tag zu Tag besser, jeden einzelnen Tag. Doch dann wurde meine größte Angst Realität. Ich habe schon öfters angesprochen, dass ich wirklich vor diesem einen Szenario Angst habe und das auf gar keinen Fall eintreffen darf. Und trotzdem ist es eingetroffen und genau das ist passiert. Ich bin krank geworden. Kein Training, kein Cardio und mehr Essen. Ja, genau das ist das Schlimmste, was in dieser Wettkampfvorbereitung passieren hätte, nur hätte können. Und es ist nicht einmal 3 Wochen vor Wettkampf passiert. Der Wettkampf ist gelaufen. Ich kann nichts mehr machen und ja, ich habe jetzt auch Pech gehabt. Hätte ich mir sagen können, habe ich mir aber nicht gesagt, denn ich habe mich mit einem Mindset drangesetzt. Ich gebe jetzt alles, ich mache alles, egal was passiert. Ich muss wieder gesund werden, so schnell wie es geht. Ich setze alles daran. 12, 13 Stunden Schlaf die Nacht, 10.000 verschiedene Supplements, 6-fache Dosierungen von den empfohlenen Mengen, die Geheimtipps von Mama, irgendwelche Tricks von Johannes, wie man so und so irgendwas machen kann. Alles, was in meiner Macht steht, wird gemacht und wurde gemacht. Und jetzt sitze ich hier und kann heute nach 3 Tagen Trainingspause wieder ins Training gehen. Ihr seht an meinem Gesichtsausdruck schon, wie glücklich ich darüber bin, wie mich das freut, wie ich hierüber einfach, wie toll ich das einfach finde. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich hatte so Glück. Natürlich, ich habe wirklich alles gemacht, was man irgendwie machen kann, um dem Körper zusätzlich zu helfen, wieder gesund zu werden. Und es hat einfach geklappt. Ich musste nur 3 Tage aussetzen. Krankheitsbedingt 3 Tage auszusetzen ist natürlich auch nicht optimal. Das Gewicht ist um über 1 Kilo hochgegangen, weil wir die Kohlenhydrate erhöhen mussten, einmal damit mein Körper sich schneller regeneriert. Aber es hat funktioniert. Ich kann heute wieder ins Training. Ich bin so glücklich darüber, ich bin ehrlich so glücklich. Wir haben einen Kratzer gekriegt, wir haben auf jeden Fall, die Faust ist so gegangen und sie hat uns gestreift. Aber sie hat uns nicht, wir sind wie Trump. Ey, bitte cancelt mich dafür nicht, aber der Schuss ist unserem Ohrläppchen vorbeigegangen. Hat uns einen Kratzer gegeben, aber hat uns nicht aus dem Spiel gehauen. Und jetzt wird weiter gepusht, jetzt wird weiter alles gegeben. Und das heißt, nicht alles geben und heute im Training 90% zu geben, nicht übertreiben. Wir wollen uns nicht komplett auseinandernehmen. Viele von euch haben es vielleicht gesehen, am Anfang vom Jahr habe ich 14 Kilogramm verloren, einfach weil ich krank geworden bin und dann gedacht habe, ey, ich bin wieder gesund, bin ins Training gegangen, habe alles gegangen und wieder krank. 5, 6 Kilo verloren. Danach habe ich mich entspannt und alles und dann habe ich gedacht, jetzt ist wieder gut, bin wieder ins Training gegangen und wieder krank geworden für einen knappen Monat. Nichts richtig essen können, 14 Kilo verloren. Müssen wir jetzt nicht machen, nicht nochmal in der Prep. Daher gehen wir das Ganze langsam an. Heute wurde auch kein Cardio gemacht, aber ja, morgen gibt's ja wieder Cardio. Genug Gelaber, jetzt gibt's Pre-Workout und dann wird geballert. Meine erste Session nach 4 Tagen, also 3 Tage krankheitsbedingter Pause. Die muss geil werden. Bevor wir uns unser Pre-Workout aber gönnen, gibt's noch einen Formcheck. Nach 4 Tagen Trainingspause. Also, ich weiß nicht, wie gut das Ganze aussehen wird, aber ich bin es euch schuldig. 2,5 Wochen out von unserem Wettkampf. Also ich hoffe, euch hat dieser kleine Formcheck hier an dieser Stelle gefallen und ich würde sagen, für 4 Tage kein Training lässt sich die Form an dieser Stelle auch noch sehen und sieht nicht allzu schlecht aus. Natürlich komplett flach, weil keine Kohlenhydrate, kein Training und alles, naja. Weiß ich jetzt nicht, ob das so die beste Kombination für volle Muskeln ist. Spoiler-Alarm ist es auf jeden Fall nicht. Aber dafür gucken wir die Form nach dem Training mit einem Pump nochmal an. Mal schauen.
Vielleicht überzeugt dich das dann noch mehr. Aber jetzt Pre-Workout. Pre-Workout-Time! Let's go! Crank Pump! Pro in das System rein knallen im besten Geschmack Strawberry Kiwi. Das Ding wird sich gegönnt und ich bin euch ganz ehrlich, ich habe diesen Geschmack vermisst, denn ich war jetzt 4 Tage nicht mehr im Training. Das heißt so viel wie ich habe 4 Tage keinen Booster genommen und das ist schon schade, weil Booster ist lecker und vor allem gibt er einen Ultra Pump und ich freue mich ungelogen wirklich drauf, mal wieder einen richtig geilen Pump zu haben, weil ja, kein Training, kein Pump ist, glaube ich, ziemlich klar. Und wir gönnen uns heute nicht nur 2, sondern 3 Scoops, denn der Pump heute muss einfach ultra brutal werden. Ich habe keine Gnade mit irgendwas. Heute, nach der Pause, muss der Pump eine 10 von 10 werden. Alles andere ist inakzeptabel. Shake, shake, shake. Let's go, Alter. Kriegen wir einen guten Pop? Ich sag ja. Boah, der war sehr gut. Der war sehr gut. Ich liebe den Geschmack von Strawberry Kiwi. Ich liebe den Geschmack einfach. Und jetzt geht's ins Training. Also ungelogen, dieser neue Geschmack Orange Candy, der ist crazy gut. Alter, Empfehlung geht raus. Jetzt geht's an den Part, auf den ihr alle gewartet habt. Das Pose. Ich bin gespannt, ich bin wirklich sehr gespannt. Ihr habt es mitgekriegt, nach einer gewissen Zeit habe ich den Pulli dann wieder angezogen. Es liegt einfach daran, dass mir ziemlich kalt ist. Langsam kommt wieder die kalte Zeit. Da ich ein ziemlich tiefes Körperfett habe, ist auch nicht viel Körperfett da, welches mich warm hält. Das heißt, naja. Pulli wieder angezogen, aber jetzt ziehen wir uns aus und wir gucken, wie das Ganze aussieht. Ich bin wirklich gespannt und ja, ich erwarte eure Meinung, euer Rating in den Kommentaren. Also Leute, hier habt ihr sie, die Form, 2,5 Wochen out vom Wettkampf. Ich bin euch ganz ehrlich, ich bin zufrieden damit. Vor allem dafür, dass wir jetzt die letzten 4 Tage nicht im Training waren, bin ich der Meinung, dass das Ganze nicht schlecht aussieht. Aber eure Meinung ist auf jeden Fall in den Kommentaren gefragt. Dennoch reicht diese Form hier noch nicht für auf die Bühne und es muss sich noch wirklich was tun. Und damit ihr das nicht verpasst, folgt rein, weil ja, der Wettkampf wird crazy und glaub mir, das wollt ihr wirklich nicht verpassen. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt stressen, denn in 6 Minuten kommt mein Zug. Den darf ich nicht verpassen, sonst kann ich eine halbe Stunde warten. Darauf habe ich nicht so Bock. Also, sehen wir uns zu Hause.
Bam, zu Hause angekommen. Naja, um ehrlich zu sein, bin ich schon vor einer kleinen Weile zu Hause angekommen, habe mein Post-Workout-Meal gegessen, dann noch ein bisschen Arbeit erledigt, denn diese Videos hier, genau dieses Video hier, was ich hier gerade gucke, das schneidet sich nicht von selbst. Muss ich ein bisschen arbeiten, schneiden. Auf jeden Fall ist das alles erledigt und wir sind jetzt hier im Sessel am Chillen. Ich mache das Gleiche, jetzt gleich, was ihr hier auch macht. Mir YouTube gönnen. Aber ich mach's mit einer Ninja Creamy Ultra richtig geilen Eiscreme. Und da ich in den letzten Videos richtig oft gefragt worden bin, ey, wie ist das Rezept und so, bla bla bla. Eigentlich, Leute, ich hab's in meinen Instagram Story Highlights, also da könnt ihr vorbeischauen. Aber auf jeden Fall will ich an dieser Stelle nochmal sagen, Leute, danke vielmals für den ganzen Support. Danke vielmals für die ganzen Kommentare, für diese unglaublich vielen Kommentare. Ich habe noch nie so viele Kommentare und irgendwelchen YouTube-Videos gekriegt und ich bin da wirklich sehr dankbar dafür. Es freut mich sehr, dass euch die Videos gefallen und ich finde es auch krass, wie viele mir geschrieben haben, dass ihr den Schnitt und alles schätzt, weil ich stecke da mein Herzblut rein, ich stecke da meine komplette Freizeit rein, ich stecke da alles rein und es macht mich einfach nur glücklich zu sehen, dass es auch ein bisschen von euch wertgeschätzt wird. Also das wollte ich aber sagen. Kuss geht da raus und dann geht auch nochmal ein Kuss an jeden Einzelnen von euch, der bei ESN mit meinem Code Jeremy bestellt hat, raus, denn ihr ermöglicht mir hier diese Wettkampfvorbereitung hier zu machen, diese YouTube-Videos hier zu machen, das alles ermöglicht ihr mich. Ich bin euch da halt einfach wirklich unglaublich dankbar. Ein fetter Kuss, fettes Danke geht an jeden Einzelnen, der jemals mit dem Code Jeremy bei ESN bestellt hat, raus. Ist einfach geisteskrank, was ihr mir hier ermöglicht, also danke. Aber somit würde ich sagen, war's das von mir. Wir sehen uns in ein paar Tagen, denn ja, der Wettkampf steht bevor, steht nah bevor und ich will euch da noch einige Videos raushauen. Peace out.